Filmst du gerade? Gerade eben haben wir das Spiel Strange Brigade angespielt aus dem Hause Rebellion und ich muss sagen, ich fand es ganz cool. Also es erinnert so ein bisschen an Left 4 Dead oder ähnliche Spiele, in denen man eben zu viert durch ein gewisses lineares Level durchlaufen muss. Hier ist es halt ein bisschen fast-paced, also ein bisschen schneller alles, wurde uns erklärt und es hat sich auch so angefühlt. Es gibt vier verschiedene Charaktere, die eben alle sich unterscheiden in ihren Waffen, in ihren Spezialfähigkeiten. Und mit denen muss man sich dann eben durch ihre schlauchartigen Level durchkämpfen, in denen es nur so von Gegnern wimmelt. Ja? Man kämpft sich also zu viert im Koop oder eben im Singleplayer durch diese schlauchartigen Level durch, in denen es Fallen zum Aktivieren gibt und Ähnliches, die man auch braucht, denn die Gegner, da kommen Horden. Da kommen einfach Horden von, ganz, ganz viele. Mythologische Kreaturen, das heißt, ich habe jetzt gegen Mumien gekämpft und gegen Skelette mit Schwertern und Ähnliches. Die sind auf jeden Fall auch gar nicht mal so ungefährlich. Ich wurde teilweise two- oder three-hitted, also nach zwei, drei Schlägen war ich tot. Bin dann immer wieder respawned, das heißt, ich habe es ja eben mit Left 4 Dead 2 oder Ähnlichem verglichen. Es gibt keinen Game-Over-Screen, sondern man respawnt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wir können also auf das Spiel sehr gespannt sein. Uns konnte nur gesagt werden, das Spiel wird soon kommen, ja, also es wird bald kommen. Coming soon ist hier die Rede. Wir werden mal sehen, wann es kommt dann und lassen uns dann überraschen.